Schalt ein, lach mit, denk nach. Plapperplausch, dein Podcast für alle Lebenslagen. Aber wie versucht ihr denn den Besuchern oder welche Möglichkeiten habt ihr denn den Besuchern, das Wissen oder beizubringen? Also klar, Schilder, Infotafeln und so weiter. Hier lebt Anna, die Anaconda. Anna, die isst gerne Mäuse, am besten lebend. Außer es kommt die Sarah, dann nimmt die auch mal tiefgefrorene. Weißt du, sowas in die Richtung. Aber was habt ihr sonst noch für Möglichkeiten? Also wie macht ihr das aktiv? Sprecht ihr die Besucher aktiv an oder sprechen euch super viele Besucher an und stellen dann Fragen? Wie muss man sich das so vorstellen? Es kommt immer so ein bisschen darauf an. Also versuchen wir es zu machen über große Schaufütterung. Beispielsweise bei Robben wird es sehr, sehr häufig gemacht, dass dann mal Mikro auf dem Kopf ist und dann wird quasi daraus ein kleines freies Training gemacht. Einige Parks machen immer noch leider Shows daraus und Bildungsauftrag ist nicht so hoch in der Hinsicht. Aber einige Parks nehmen es auch richtig, richtig ernst und sagen, okay, gut, das ist Robbe Roland. Und Robbe Roland zeigt euch jetzt, was da alles Schönes kann. Und dann, springt das Tier aus dem Wasser, versucht mit der Nase einen Ball zu berühren. Dann lässt er sich das Maul öffnen, um zu gucken, oh, guck mal, ich habe schöne schwarze Zähne. Und all so eine Sachen. Und dadurch versuchen wir, an die Leute ranzukommen, mit was Bildung betrifft und auch diese Schaufütterung. Heißt, wenn irgendjemand sagt, okay, gut, da ist eine Schaufütterung, da setzt sich jetzt ein Tierpfleger zu den Erdmännchen rein und füttert ein paar Insekten außer Hand, ihr dürft den ansprechen, ihr dürft Fragen stellen. Der ist da nicht zur Deko. Oder als Aussichtspunkt fürs Erdmännchen. Richtig, er ist dafür da, dass er eure Fragen beantworten kann. Ich meine, wenn es gibt auch einige Kollegen, die wollen eigentlich einfach nur ihre Ruhe haben, aber das geben sie einem auch relativ schnell zu verstehen. Aber wenn man vernünftige und richtig schöne Fragen stellt, freut sich jeder Tierpfleger darüber, sich mit Leuten vernünftig unterhalten zu können. So wie jetzt. Richtig. Das zum Beispiel, das ist, auch wenn sie gehetzt aussehen, zwischendurch mal. Diese Schaufütterung ist so ein bisschen so ein Moment, wo viele runterkommen können. Einfach nur da sitzen, ihre Tiere füttern, sich einfach mal einen Moment Zeit nehmen und die Tiere so ein bisschen beobachten können und sich ganz normal mit den Leuten unterhalten können. Wenn wir normalerweise auf dem Weg rumlaufen, kann es auch einfach ist die meiste Frage, die einem gestellt wird, wo ist das Klo? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Und wann fängt die nächste Wann wird der Eisbär gefüttert? Wo sind die Pinguine? Können Sie mir sagen, wo die Jaguare sind? Gibt es eine Fütterung von den Pumas? Richtig. Das sind eigentlich die häufigsten Fragen. Manchmal hat man da auch so ein, zwei Besucher dabei, das passiert aber sehr, sehr selten. Die fragen dann, ich habe da über die Tapire was gehört. Wenn man die streichelt, soll man alles damit machen können. Was ist denn da dran? Und dann fängt man an und dann fängt man ein Gespräch an und aus diesen Gesprächen entwickeln sich Fragen. Mhm. Und das ist das, worauf wir eigentlich abzielen. Und so bringen wir quasi auch das Wissen so ein bisschen an die Leute ran. Ich glaube. Problem ist aber, wenn wir uns da hinstellen würden und einfach reden, die Leute würden sich berieseln machen, ja, erzähl du mal da hinten, ich gucke mir jetzt das Tier an, was da gerade genüsslich eine Avocado frisst. Mhm. Aber ich glaube, genau das ist es. Also ich muss gestehen, ich wäre super zurückhaltend, einen Tierpfleger anzusprechen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich halt in meinem Kopf das Bild habe, oh Gott, der ist gestresst. Wenn ich den jetzt noch was frage, dann ist der noch gestresster. Und nee, dann ist der genervt. Und dann ranzt er mich an und mein Tag ist versaut. Aber ich finde es gerade super, super schön. Ihr könnt natürlich nur für euch sprechen, und das habt ihr ja auch gesagt, dass ihr das gut findet, wenn euch Leute ansprechen, weil das suggeriert ja auf der einen Seite erstmal dieses, okay, dieser Mensch hat Interesse und sobald dieser Keim gesetzt ist, dass jemand Interesse für etwas entwickelt, dann kann das Wissen, was man von sich gibt, oder es hat einen guten Nährboden, dass da dann quasi das Wissen auch haften bleibt. Ich glaube, das ist ein starkes Mittel, besser als irgendein Schild oder so, weil da glaube ich halt eher dran,
dass diese Schilder zwar schön und gut sind, damit Mama und Papa klugscheißern können und dem Kind ein paar Sachen erzählen können. Das Kind merkt sich das vielleicht noch, aber die Eltern nicht. Das Problem ist aber auch, finde ich, also es wird ja immer kritisiert, Bildungsauftrag Zoo, dass wir dem ja nicht nachkommen. Es gibt auch Zoos, die dem nicht, wirklich nicht nachkommen. Aber das Problem ist heutzutage aus meiner Sicht Handys. Ich sehe es oft genug, dass die Leute nur am Handy hängen, nur am Tickern sind, anstatt sich bewusst die Sachen wahrzunehmen. Kinder, muss ich ehrlich sein, na klar, die schauen sich Tiere an, rennen weiter, schauen sich Tiere an, rennen weiter, füttern, rennen weiter. Das Hauptziel von den Kindern ist Spielplatz. Ist leider die traurige Wahrheit, aber es sind Kinder, komm, so waren wir auch, denke ich mal. Das stimmt. Aber die Eltern, es ist irgendwo, wir geben die Möglichkeit, aber die Eltern nutzen sie nicht. Die Eltern hängen lieber am Handy, denken sich, ach, lass Kind laufen, ist ja im Zoo, hier ist safe, hier kann nichts passieren. Und es ist halt das Problem auch quasi in der Gesellschaft, dass wir doch unser Leben nur noch durch ein Display wahrnehmen. Viele, nicht alle, aber viele, die mit dem Handy vor der Nase und quasi immer Kamera auf Selfie und was weiß ich für ein Blödsinn. Und man doch nicht mal sich mal 5 Minuten Ruhe nimmt, dieses gottverdammte Plasterding mal zur Seite nimmt und einfach nur das mal genießt, was man sieht oder zuhört. Man muss nicht alles filmen, man muss nicht alles fotografieren. Einfach diesen Moment genießen. Und wenn du so einen Tierpfleger hast, der Spaß dran hat, sich mit dir zu unterhalten, dann nutze es. Ja, krass. Sauge es auch. Und das muss ich sagen, das stört mich an der heutigen Gesellschaft, muss ich sagen. Deswegen ziehen wir ja nicht auf die Erwachsenen, sondern auf die Kinder. Clever. Quasi, wir probieren quasi die nächste Generation quasi in die Richtung zu sensibilisieren. Ich sag's jetzt mal ganz so, Menschen sind scheiße. Also die Menschheit ist scheiße zurzeit, was sie der Natur angetan hat. Damit sie es vielleicht besser machen. Schritt für Schritt, Generation für Generation, dass es vielleicht mal besser wird. Nur einen kurzen Service-Hinweis von mir. Ich habe eine Umfrage gestartet, in der ich frage, wann ihr das letzte Mal im Zoo oder ähnlichem wart. Da könnt ihr gerne mal abstimmen. Ich würde mal gerne so ein Meinungsbild davon haben. So, Entschuldigung. Alles gut. Nee, aber das ist ja auch clever, dass man da an die Jugend und an die Kids rangeht, um eine neue Generation zu formen, die Tiere mit einer anderen Sicht wahrnehmen. Dazu würde ich jetzt eine kurze Frage von Fuhai mit rein kopieren. Moment. Multitasking war jetzt am Start. Und zwar von Fuhai. Es wird gesagt, der Zoo würde bei der Bildung von Tieren helfen. Wie sehr kann ein Zoo ein Tier erklären, welches nur im Kreis laufen kann? Wie erklärt man einem Kind, dass das Tier eigentlich hunderte Kilometer am Tag läuft, hier aber nur 50 auf 50 Meter Fläche hat? Ist jetzt sehr provokant gestellt, aber ist ja auch... Also ich sag erstmal, wenn du in einem Zoo bist mit einer Fläche von 50 Metern noch eine Anlage hast, verlass den Zoo. Jedenfalls für größere Tiere. Also es kommt drauf an, was für ein Tier das ist. Wenn das eine Maus hat, dann wow, geil. Also für Mäuse, geiles Gehege. Entschuldigung. War nur ein Beispiel. Ja, ist egal. Aber auf provokante Beispiele kann man auch provokant antworten. Das ist richtig. Schatz, willst du? Mach du ruhig. Die Frage ist, die man sich stellen sollte, ist, warum rennt das Tier so viele Kilometer? Meistens ist die Antwort relativ leicht. Wasser. Futter. Oder Futter. Dadurch, dass das ja nicht im Zoo vorhanden ist, muss es nicht laufen. Na klar haben wir auch Tiere im Zoo, die ganz viel laufintensiv sind. Also zum Beispiel Wölfe. Für Wölfe bauen wir aber auch riesengroße Anlagen. Zum größten Teil. Die Wolfsanlagen sind in manchen Zoos die größten Anlagen teilweise sogar, die sie haben. Weil Wölfe von Natur aus sehr, sehr lauffreudig sind, leider Gottes. Aber von der Sache her nehmen wir ihnen ja den Punkt ab. Sie müssen nicht mehr um ihr Futter rennen, sie müssen nicht um ihr Wasser rennen, sondern sie haben alles vor der Haustür. Aber trotzdem finde ich es wichtig,
dass wir den Leuten trotzdem erzählen, was zu was für Leistung diese Tiere fähig sind. Weil es hilft dem Verständnis, warum braucht ein Wolf 10 Hektar Revier? Naja, weil es da die Beute halt so eng, so spärlich gesät ist. Also rennt er von Beutestelle zu Beutestelle zu Beutestelle, wo er was finden könnte. Weil sich Häschen gut verstecken können vor Wölfen. Genau. Und Wölfe und Häschen auch sehr schwer zu jagen sind für Wölfen. Braucht ein ganzes Rudel für einen Hasen. Leider Gottes ist das gar nicht mal übertrieben. Und das hat er nicht. Aber trotzdem sollte man solche Fakten immer parat haben, immer sagen. Auch dass ein Wolf locker mal 60 km/h laufen kann. Du wirst es in einem Park nie sehen, aber er kann es trotzdem. Spätestens dann, wenn er aus dem Gehege rauskommt und hinter dir herläuft, bist du froh, das schon zu wissen, dass du keine Chance hast. Nein, ich war leider. Aber es ist, man sollte solche, also für uns ist es wichtig. Sehr gut. Und die Leute fragen sowas auch. Muss ich sagen. Also bei Schaufütterungen kommen solche Fragen auch ab und zu. Wie schnell kann so ein Tier laufen? Wie weit kann so ein Tier laufen? Und sowas kommt auch. Ich wäre der schlechteste Tierpfleger der Welt. Ich würde immer den Eindruck machen, als wäre ich total genervt. Ich würde sagen, steht da auf dem Schild. Nee, das ist lustig. Das auch einige. Da muss ich sagen, das sind Fakten, die stehen selten auf dem Schild. Aber einige Pfleger, die halt keine, vielleicht in dem Moment wirklich gestresst sind oder keine Lust haben. Man hat auch mal schlechte Tage, die sagen dann, tut mir leid, nein, lesen Sie am besten das Schild, da steht's drauf und dann war es das auch. Aber bei den meisten ist es halt so, die wollen halt reden. Die wollen die sowas sagen. Das sind auch coole Fakten. Das glaube ich. Und kann auch ein Icebreaker sein, um in ein größeres Gespräch reinzukommen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Die meisten von euch sind dieses Jahr im Zoo gewesen. Cool. Cool. Nur so als Randnotiz für die Umfrage. Finde ich mega. Ich wette aber mit dir, dass das sehr, sehr viele von diesen meisten Leuten auch Kinder haben. Kann das sein? Das ist durchaus möglich. Mann, jetzt ist die Frage wieder weg. Entschuldigung. Nee. Kinder? Nein, das hätte ich mir merken können. Genau da war die Frage, die da ganz gut reinpasste. Und zwar von Silberquini. Ja. Hast du gehört, Quini, da kam ein. Das meint er nicht so, das ist ihm rausgerutscht. Quini. Ich liebe Quini. Schrieb Quini. Viel kritisiert wird der Platzmangel für die Tiere, es passte jetzt gerade sehr gut. Warum spezialisieren sich Zoos nicht auf ein paar wenige Tierarten, denen sie dann Platz bieten können, zumal das eventuell eine tiefgreifende Forschung zu den einzelnen Tierarten ermöglichen würde? Ich fand, die passt da sehr gut gerade rein. Das Problem ist der Platz. Das Problem ist, wenn sich zum Beispiel ein Park auf, sagen wir jetzt mal, Elefanten spezialisiert. Die ganzen, sagen wir jetzt mal, 20 Hektar Zoo sind nur für die Elefanten da. Du kannst, vielleicht kannst du da nur eine Herde draufhalten. Vielleicht kannst du da sogar, vielleicht machst du sogar irgendwo einen Graben oder einen Cut und dann hast du da zwei Elefantengruppen. Das ist eine schöne Idee. Und der nächste Zoo gegenüber, der sagt dann, okay, gut, ich spezialisiere mich auf Giraffen und halte auf der Fläche von 20 Hektar zwei, drei Giraffen Gruppen. Gut, dann hast du generell in der Zootierhaltung zwei Elefantengruppen, hast die Genvariation nicht mehr da und all sowas. Weil das Problem ist, es gibt zu viele Tierarten, die halt unsere Hilfe brauchen. Ich möchte nur einmal ganz kurz den Galileo-Vari in mir aktivieren. Sarah sagte gerade 20 Hektar. Das sind ungefähr 28 Fußballfelder. So, lass weitermachen. Danke. Dankeschön. Und ja, das ist halt, alles in allem ist das auf die Masse der Tierarten, die wir quasi brauchen, die beziehungsweise die uns brauchen, ist es nicht realisierbar. Weil das Problem ist zum Beispiel, sagen wir jetzt mal genau da bei den, bleiben wir bei den Elefanten. Ist Krieg ausgebrochen und genau auf diese beiden Elefantengruppen fällt eine Bombe. Beide Elefantengruppen platt.
keine Elefanten mehr in zoologischer Haltung. Mhm. Keine Rücklagen mehr. Dass, falls es noch schlimmer wird mit den ganzen Elefanten, dass wir vielleicht ein Tier auswildern können. Ziel so ein bisschen vorbei. Ziel so ein bisschen verfehlt. Ja. Ist auch in Wirklichkeit schon passiert. Das Szenario, was gerade Sarah beschrieben hat, ist auch in Wirklichkeit passiert, bloß nicht mit Elefanten, sondern mit Wisenten. Der Wisent ist ja eigentlich das größte Säugetier in Europa gewesen. Und es gab ein Erhaltungszuchtprogramm, auch mit Zoo-Wisenten in Polen. Das Ding wurde insgesamt durch zwei Weltkriege ganz schön mitgenommen, wo die Wisente wurden gegessen, bis auf ein paar wenige. Und einmal hat eine Seuche fast die ganze Herde platt gemacht, weil man leider zu viele Tiere auf zu engen Raum gemacht hat. Also auf einer Fläche von Hamburg lebten 10.000 Tiere ungefähr. War eine sehr dumme Idee, aber 1920 haben die Leute halt noch nicht anders gedacht. Und das hat aber die Wiesennachzucht fast zum Krachen gebracht. Die zwei Weltkriege und die Seuche. Und quasi hätten wir dann da dasselbe Problem, was Sarah gerade mit Elefanten meinte, hätten wir dann auch in Europa gehabt. Das ist nicht passiert. Der Wisent wurde ja sogar in Deutschland wieder ausgebildet. Also, toi, 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 nochmal Glück gehabt. Aber Und jetzt auch in Planet Zoo zu bestaunen mit dem neuen. Ja. Entschuldigung. Super, gleich Werbung. Musste sein. Bei Bari, Planet Zoo, der Wisent. Na, gab's schon. Wir haben es schon. Wir haben es schon reviewed am selben Tag. Ah. Aber darum geht's hier nicht. Der musste sein. Alles gut. Nee, das ist ja krass, also dass man da dann auch den Fokus drauf legt, aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Nee, alles gut, ich war ja auch fertig. Also mehr ging es ja nicht, das ging ja bloß darum, dass dieses Szenario, was hat, es gab es schon, es gab es wirklich schon. Ja, vor allem hilft da ja auch keine Samenbank oder ähnliches, wenn ich kein Tier mehr habe, welches ich befruchten kann, wird schwierig. Breitmaulnashorn? Das Nördliche ist ausgestorben. Das letzte männliche Tier ist 2018 gestorben. Und jetzt gibt es nur noch ein weibliches. Es gab vorher zwei weibliche Tiere, die aber beide unfruchtbar sind. Eins ist, meine ich, jetzt auch noch gestorben vor einer Weile. Und jetzt ist eins da. Und das ist halt unfruchtbar. Und jetzt versucht man irgendwie mit dem südlichen eines südlichen Breitmaulnashorns, die nördlichen wieder irgendwie auferstehen zu lassen. Was aber kontraproduktiv ist, weil ja quasi das Südliche ist das Südliche, das Nördliche ist das Nördliche. Also hast du dann eine Kreuzung quasi. Wir haben wir übrigens jetzt mit den jetzigen, heutigen Wisenten auch. Ja, das war die Grundlage der Zucht, war damals 21 Wisente. Davon wurden 11 weibliche Flachland-Wisente genommen und ein kaukasischer Wisentbulle. Mehr war nicht mehr übrig geblieben. Also ist die Zucht da dann schon sehr, 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 sehr schwierig. Ja, wenn nichts mehr da ist, hat man nicht mehr viel. Oder wenn es bloß noch sehr gering ist. Und das war halt beim Wisent das Problem. Und das droht uns irgendwann, wenn wir jetzt das Prinzip, sag ich mal, von Queenie nehmen würden, würde das uns wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen Tierarten drohen. Dass halt auch die genetische Vielfalt gar nicht mehr gewährleistet ist. Ja, das ist wieder eine Gefahr, weil dadurch dann Arten leider aussterben. Oder schneller als gedacht dann sogar. Weil in der freien Natur sind sie schnell weg, bei uns könnten sie vielleicht noch ein paar Jahre dann länger, sogar Jahrzehnte, Jahrhunderte überleben. Aber dadurch kann es dann sein, dass es dann halt, okay, die zoologische Haltung ist auch gescheitert. Es war ein Versuch wert. Heißt es dann wahrscheinlich am Ende nur noch. Und das wollen wir ja nicht. Überstehen, bis sie wieder raus können, hoffe ich. Richtig, damit sie auch lange erhalten bleiben und man da dann noch lange Zeit Freude hat. Ich muss jetzt gerade gucken, weil das ist jetzt hier gerade sehr knifflig mit den Fragen. Da muss ich nämlich aufpassen, so wie ihr die gestellt habt, nicht, dass ich da noch weitere Themen trigger, die ja später dran sind. Das ist gerade knifflig. Viel Glück. Ja, bis jetzt gelingt es mir einigermaßen. Ich habe wieder die Kontrolle, glaube ich. Glaubst du an Kontrolle? Ja, so ein bisschen. Wow.
Wir nehmen mal die Frage bezüglich von Nika. Die hatte ich vorhin leider übersehen. Die wollte ich eigentlich beim Kamelreiten noch mit reinquetschen. Sie fragt, warum werden in manchen Zoos Dinge vorgeführt, wie zum Beispiel das Wiegen von Koalas? Ist da ein bildungstechnischer Grund hinterlegt oder ist es einfach nur, guckt mal, wir können das und so zeigen wir euch was und hey. Diese ganzen Vorführungssachen sind generell einfach nur, damit, erstens, damit die Leute halt auch Informationen sammeln, wie ich vorhin schon gesagt hatte, mit dem Tierpfleger-Talk. Hört mit da rein. Okay. Okay. Das ging jetzt zum Glück super schnell. Und das Geile ist, das ist noch nicht mal abgesprochen. Das passt jetzt zu dem Thema Tierpfleger-Talk. Ich wusste nämlich nicht, wie ich das sonst noch einbauen kann. Der liebe Zarakuro hatte noch eine Frage, die nicht ganz uneigennützlich ist, aber ich finde sie trotzdem sehr, sehr spannend. Frage in eigener Sache. Wenn ich in den Zoo gehe, um Tiere zu fotografieren, in Klammern, weil ich fotografieren mag, was würdet ihr euch wünschen, dass man als Fotograf dazu schreibt, sagt, macht oder nicht macht, außer in ein Gehege zu klettern natürlich? Oder Blitz. Also gerade so Blitz an, aus, ja, nein, etc. Also klärt ihn da mal so ein bisschen auf. Der Blitz also, bitte aus. Wobei bei Säugetieren geht's, weil die Pupille verengen können. Aber das Problem ist, guck, wenn du mit Blitz fotografierst, dass kein Pfleger auf der Anlage ist. Weil der Blitz kann für eine Schrecksituation sorgen und dann wird für einen selber auf die Anlage das gefährlich. Ganz blödes Beispiel habe ich dafür. Das ist ein ganz manche kennen vielleicht noch Siegfried und Roy. Die beiden Magier mit den weißen Tigern und Löwen. Der eine wurde ja von seinem Tiger angegriffen. In Anführungszeichen. Ausgelöst wurde das durch ein Blitzlicht. Es war dann kein Angriff, sondern quasi haben Herr Siegfried und Roy eine komische Rolle bei ihren Tieren eingenommen, weil alles handauf war. Er wollte quasi ihn schützen und wegtragen. Wie tragen Tiere ihre Jungtiere? Mit einem Nackenbiss. Die können es nicht ab. Andere Tiere können es ab. Und quasi hat das dann eine Schutzreaktion, also quasi einen Beschützerinstinkt getriggert. Und quasi würde das bei uns auch passieren, nur nicht mit Beschützer, sondern vor Schreck weglaufen und im schlimmsten Fall halt einen Unfall auslösen. Aber bei Aquarien bitte gar kein Blitzlicht benutzen, weil Fische können nicht ihre Augen verkleinern. Kann rausspringen. Richtig. Ansonsten, was dazu schreiben, ich habe einen persönlichen Wunsch in der Hinsicht tatsächlich. Wenn da ein besonders cooles Bild bei rauskommt, schick's an den Zoo. Genau, die freuen sich. Die freuen sich sehr darüber. Ich meine, in vielen Pausenräumen in den verschiedenen Revieren, also bei uns ist das Ganze in Reviere unterteilt und jedes Revier hat quasi seinen eigenen Pausenraum. In kleineren Parks ist es so, da hast du einen großen Pausenraum und das war's dann auch. Und es hängt überall alles voll mit irgendwelchen Fotos, die entweder von Pflegern, aber auch von Besuchern gemacht wurden. Und schick sie bitte an die Zoos. Einige mögen das unglaublich gerne. Ich glaube, da hast du ein richtig gutes gelungen ist. Ich glaube, da hast du gerade Kuro sehr, sehr glücklich gemacht mit der Aussage, dass man denen das mitteilen sollte. Aber ich denke mal so, ich weiß nicht, vielleicht kann das Kuro noch ein bisschen konkretisieren mit dem, was mit dem Dazuschreiben gemeint ist, etc. pp. Und Nika hatte gerade die Frage gestellt bezüglich des Koalas, wiegen zum Beispiel diese Showsachen. Ist das nicht unnötiger Stress für die Tiere oder macht ihr das meistens dann, wenn sowieso die Koalas gewogen werden müssen? Also Tiere müssen sowieso da regelmäßig gewogen werden. Okay, da sind die das gewohnt. Die sind das gewohnt. Auf der anderen Seite kann man sagen, uns wird ja sehr viel Heimlichkeit vorgeworfen. Also, dass man ja vieles heimlich macht und in dem Fall stellt man halt offen dar den Gesundheitszustand eines Koalas. Also, wie das Gewicht ist und so weiter. Es gibt sogar wirklich Zoos, die sowas veröffentlichen, also, dass die Leute das nachschlagen können, wie ist das, wie geht's meinem Tier gerade, mein Lieblingskoala vielleicht, dass man das nachlesen kann und quasi macht man das, ich muss sowieso wiegen, warum, dann kann ich mich auch da hinstellen mit der Waage, Mikro an und den Leuten noch nebenbei was erzählen. Warum wir das machen, wieso, weshalb, was es mit Koalas auf sich hat und so weiter. Oh, ich verstehe Kuros Einwand, beziehungsweise das mit dem Schreiben jetzt. Er schrieb, ich kann zum Beispiel, Moment,
Jetzt habe ich die Maus da drüber. Ich kenne es zum Beispiel von coolen Natursachen, dass man für zum Beispiel Instagram etc. pp. Nicht dazu schreibt, wo es genau ist, damit eben die Natur nicht kaputt gemacht wird oder dass plötzlich ein Riesenschaulaufen dazu kommt. Also angenommen, er macht ein super Foto von Affe Armin und möchte das auf Instagram posten. Sollte er dann Credits an den Zoo mitgeben oder nicht? Kann er. Also quasi ist das, es hört sich jetzt doof an, kostenlose Werbung für den Zoo. Wenn es auf deinem Instagram ist. Von der Sache her kannst du das nur für dich, also wenn du das machen willst, mach es. Wenn du es nicht machen willst, machst du es nicht. Aber der Zoo wird da nichts sagen. Und Entschuldige? Alles gut. Zu den Sachen Naturfoto, bei den Naturfotos ist es ja so eine Sache, theoretisch, die Leute gucken sich das an. Wenn du dann zum Beispiel sagst, ja, habe ich an der Ecke so und so am Strand Sandy gefunden. Das Problem ist, die Leute wollen das aussehen, dann gehen sie dahin, dann hinterlassen sie Schmutz. Und deswegen ist es bei Naturfotos zum Beispiel echt blöd, wenn du das dann da bei Naturfotos halt machst. Aber im Zoo ist es ein bisschen was anderes. Da wird aufgeräumt. Und außerdem, wir halten die Besucher von den Tieren fern. Wir versuchen es. Kuro hängt noch hinterher. Für den Zoo zum Beispiel wäre so eine Sache, nicht dazu zu schreiben, wie selten das Nashorn ist, damit da keine Wilderer kommen. Aber ich glaube, da verkopfst du dich zu sehr, oder? Ja, also das ist kein Problem. Also das waren, die Sicherheitsmaßnahmen in den Zoos wurden auch verschärft. Also es gibt in den meisten Stellen, gerade mit wertvollen Tieren wie Nashörner, gibt es eine Videoüberwachung. Überall laufen Nachtwächter und Wachhunde und was weiß ich. Also das, so wie es mal passiert, war eine Zeit lang. Es ist nicht mehr so einfach. Sehr schön. Also da haben wir auch reagiert. Da haben die meisten Zoos sehr gut reagiert und auch sehr schnell Abhilfe geschaffen. Sehr gut reagiert ihr auch. Denn ihr trefft gerade wunderschön die Überleitungspunkte, dass ich anheften kann. Das ist gerade schön, wie sich das entwickelt. Peter, ganz stark sein, Silver Queenie hat eine Frage gestellt. Den nächsten darfst du aber. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt das Ende der heutigen Folge Plapperplausch. Vielen lieben Dank, dass ihr uns heute begleitet habt. Wenn euch die heutige Ausgabe gefallen hat, hört auch gerne bei der nächsten Folge zu. Ich würde mich riesig über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Bleibt neugierig, bleibt inspiriert und bis zum nächsten Mal beim nächsten Plapperplausch. Ciao.